Wir sind wieder am Ufer des Lawrence Rivers hier in Montreal für den Großen Preis von Kanada. Dieses Event fand zum ersten Mal im Jahr 1978 auf einer Variante dieser Strecke statt und wurde von niemand anderem als dem berühmten Gilles Villeneuve gewonnen, dem ersten Kanadier, der je sein Heimrennen gewinnen konnte und dem zu Ehren die Strecke dann umbenannt wurde. Der Circuit Gilles Villeneuve ist eine der schnellsten Strecken der ganzen Saison, wobei ungefähr 60% der insgesamt 4,34 Kilometer mit Vollgas genommen werden. Die Fahrer bekommen es hier insgesamt mit 14 Kurven zu tun und die letzte davon kann ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. Ich sage nur Wall of Champions. Der Einsatz des Safety Cars ist fast sicher. Das heutige Rennen kommentiere ich auch jetzt wieder mit dem großartigen Stefan Römer. Reden wir einmal über Williams. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Sehen wir uns kurz die Startausstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Richter startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startausstellung sieht aus wie folgt. Hamilton, Leclerc, Pierre Gasly und Vettel. Perez, Grosjean, Raikkonen und Lukas Weber. Verstappen, Magnussen, Carlos Sainz Jr. und Butler, Stroll, Norris, Alexander Albon und George Russell. Hülkenberg und Danny Ricciardo belegt den letzten Platz der Startausstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Eieiei, Renault am Ende des Feldes und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play F1 2019 mit dem Rennen hier aus Kanada. Okay, remember to protect the inside on the run down to turn 1. Make yourself as wide as possible, robust, but fair. Ja, brauchen wir eigentlich nichts weiter zu ändern an dem Auto. Gehen wir also rein in unser erstes Rennen, das zweite hier von vor, also nächstes Rennen. Unser zweite Post. So, wir wollen natürlich hier wieder mit dem nächsten Sieg gewinnen. Mit dem nächsten Sieg nur mal einen Schritt in der Fahrer-WM tun. Mal gucken, was wir hinkriegen. Wenn wir das gewinnen, hätten wir 61 Punkte nach 7 Rennen. Das wäre alles, wäre geil. Das wäre auf jeden Fall richtig gut. Klar, für die für ganz vorne wird es nicht reichen. Definitiv nicht. Aber mal gucken. Naja, schauen wir mal, wie es läuft, wie es wird. Ich lasse jetzt mal ein bisschen das Gas raus, damit der hier ein bisschen laden kann. Wir wollen ja mit einem vollen RS-Tank ins Rennen gehen. Passt ein bisschen. Jetzt setzen sich noch die beiden Renault ans Ende des Feldes und dann kann es jetzt jederzeit losgehen. Die, wenn die Ampeln aus sind, geht der Grupp hier los. Ah, da war ich auch schön verpennt. Bottas vorbei. Ich musste diese Blockade setzen. Bottas vorbei an uns. Schade. Ja, ich musste diese. Ich wollte ein bisschen rausnehmen. Ich musste das halt machen, damit ich das Auto links vorbeigehen kann. So, ich greife jetzt wieder mal ein bisschen zu meinen Lieblingsmitteln. Ein bisschen mit dem Fettgemisch fahren, damit wir hier die Möglichkeit haben, irgendwann Valtteri Bottas wieder zurück zu kassieren.
Für DS ist leider noch zu früh. Aber hier sind wir deutlich besser ausgekommen. Aus der Schikane. Der Angriff gegen Valtteri Bottas vor der letzte, vor der Schikane. Hab ihn. Hab ihn. Wir gehen wieder mit einer Führung ins erste Rennen. Wir gehen mit dem Platz 1 ins erste Rennen. Nachdem wir es verloren haben, gehen wir wieder rein. Auf jeden Fall kam man ein bisschen besser raus. Das ist jetzt selber Motor tatsächlich wie den Williams oder den Mercedes. Und ich würde ja gerne noch die schnellste Rennrunde haben. Also diese 26, diesen einen Zusatzpunkt hätte ich gerne. Dann wären wir sogar auf 62 am Ende, wenn wir das Ding gewinnen würden. So ein bisschen abgesetzt bekommen wir uns jetzt gerade von Lewis Hamilton, der da momentan vorbei ist an Valtteri Bottas. Jetzt ist DRS aktiviert. Jetzt kann man, jetzt haben wir ein bisschen Schwierigkeiten. Oder könnten wir ein bisschen Schwierigkeiten bekommen? Wir haben den Mercedes hinter uns direkt, der jetzt wahrscheinlich gleich angreifen wird. Ja, hier der Angriff von Lewis Hamilton. Den ersten konnte ich noch wieder abwehren. Der zweite wird wahrscheinlich jetzt gleich kommen, nach der auf der langen Geraden. Also das wird alles anders. Einmal werden den Hamilton hier die 18 Runden, die wir vor uns haben, hinter uns zu lassen. Aber wir sind deutlich besser rausgekommen. Mal gucken, vielleicht reicht es gerade, dass wir hier wegkommen. Denn Hamilton muss sich auch gegen seinen eigenen Teamkollegen wehren. Das heißt, es könnte für uns noch einfacher werden. So, jetzt sind wir ein bisschen weg. Jetzt haben wir Gott sei Dank ein bisschen Ruhe am Heck. Ich weiß noch nicht, wie die Abstände gleich sind. A new strategy is available on the MFT. Okay, copy that. Also wir sind zumindest so weit raus aus dem DS-Fenster, dass wir scheinbar keine Probleme haben. Wir dürfen natürlich keine Fehler erlauben. So, der erste Sektor geht mal wieder an Grün. Aber wir kommen weg. Wir kommen weg von dem, was hinter uns ist. Das ist schon mal gut.
Also ich mache jetzt mal gerade wieder ein bisschen Fettgemisch raus, dass ich hier wirklich wegkomme. Das wollte ich haben. Das wollte ich haben, diese schnellste Rennrunde. Ich wollte nur die schnellste Rennrunde holen. Diesen einen Punkt, diesen einen Zusatzpunkt, den würde ich, hätte ich gerne. Upsi. Das wird wieder Zeit gekostet haben. Aktuell habe ich schon 3,5 Sekunden. Also wir sind momentan deutlich weg von den Mercedes. Kommen wir gut weg. Ein Drittel des Rennens ist mittlerweile rum. Wir haben 6 Runden geschafft. Wir führen momentan souverän und deutlich vor den Mercedes. Aber das wird wieder Zeit gekostet haben. 3,5 war der letzte Abstand. Hm. 0,4 Sekunden. Aber noch alles im Rahmen. Alles gut. Warst du jetzt mittlerweile letzter? Die meinen Renault sind vorbei an ihm. Na gut, die beiden. Die Mercedes geben sich mit DRS auf jeden Fall einiges. Ich glaube, Hamilton ist ein bisschen weggekommen von Bottas. So, mal gucken, was gleich die Mediums sagen. Die wir jetzt gleich frisch und 11 Runden Minimum fahren können. Die Ungemacht von dem Mercedes, die könnte uns tatsächlich Ärger machen. Aber momentan sind wir eigentlich relativ gut dabei. Ich weiß nicht, wie weit der Abstand zu Hamilton ist. Auf jeden Fall. Haben wir ein bisschen Luft jetzt gleich. So. So, dann gehen wir mal in die Box. Ich glaube, Hamilton geht auch rein. Ne, Hamilton geht weiter. Bottas geht rein. Leclerc fährt weiter. Oder vermutlich auch Verstappen, ja. Die Topfahrer gehen natürlich alles ein bisschen verspäter. Vier Plätze verloren. Oh, ich hoffe jetzt, dass der ganze, bevor der ganze Zug jetzt gleich kommt, dass ich da draußen, weil ich hab keinen Bock, jetzt noch den Grosjean dahinter zu kriegen. Nein, vorbei, wir bleiben vor Grosjean. Also momentan sind wir auch vorne, weil wir diese schnellste Rennrunde haben, das ist das Gute. Das ist das Wichtigste, dass wir vor dem ganzen Zug da draußen geblieben sind, bis wir wieder rausgekommen sind. Vor uns ist uns Lukas Weber, also vier liegen, der sauber, beziehungsweise Alfa Romeo. Ups, das sollten wir aufpassen. Das war natürlich nicht ideal. Vor allem war es unnötig. 10 Runden noch. Das ist der ganze Rest noch in der Box. Der ganze Zug, der davor war. Und zwar... Und damit müssten wir eigentlich easy wieder führen. Jo, und zwar deutlich. Russell in der Box. Gut, dass Hamilton Bottas mittlerweile wieder vor Hamilton ist. Also das ist knapp. Es war auf jeden Fall alles meistens die richtige Entscheidung, ein bisschen was früher reinzugehen. So, mal haben wir uns ein bisschen wieder Luft verschafft. Das war mal irgendwie 3, noch irgendwas. Jetzt sind wir wieder bei 6,5 fast. Also wir haben jetzt ein bisschen Luft.
Wir haben Halbzeit des Rennens, liebe Leute. 9 Runden haben wir noch vor uns. 9 haben wir geschafft. Und wegen sollen Hamilton und Bottas sich da vorne schön betteln die ganze Zeit. Das lässt mich wieder ein bisschen was wegziehen. Ja, das ist mir schon klar. Hamilton in der Box, genauso wie ich auch gewesen bin. Hamilton wieder vorbei an Bottas. Aber wie gesagt, die sollen sich schön da hinten bekämpfen. Das soll mir alles recht sein, was da passiert. Ich hab gar nichts gemacht. Neue Westside. Haben wir kurz im Drohnen umgemacht, was dahinter passiert, gekonnt hat. Der Sack, Junge! Da gibt er mir, haut er mir noch die Zeit weg. Ich hab doch schon was gehofft, gedacht, dass er mir die Zeit wegnimmt. Ich will diesen einen Punkt haben, Mann. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Ist er gefahren. Die muss ich jetzt konter unterbieten nochmal. Hab sie. 13,9. Ich will diese schnellste Runde haben, liebe Leute. Ich will diese schnellste Rennrunde. Das ist ein Punkt. Der kann am Ende so entscheidend sein, deswegen will ich ihn haben. Nochmal bis halt Sektor 1 für uns. So, 6 Runden noch. 2/3 des Rennens ist rum. Sektor 2 geht ebenfalls an uns. Jetzt muss es nur im letzten Sektor passen. Nochmal neue Bestzeit, 13.969. Dann war es nämlich 999. Jetzt haben wir 969 am Ende stehen. Also ein bisschen kriegen wir jetzt auch noch ein bisschen was rausgeholt. Nochmal Sektor 1. Noch 5. Also es geht jetzt relativ schnell eigentlich durch die letzten Runden. Aktueller Vorsprung 10,2 Sekunden auf Valtteri Bottas.
Sektor 2 haben wir schön verkackt und Sektor 3 direkt hinterher. Damit wird das keine neue schnellste Runde werden, aber ich will diesen. Das ist halt letztendlich auch egal. Und man ist nämlich auch das Limit erreicht. 10,5, ja. 10,4, 10,5. Hamilton Bottas, die betteln sich dahin. Das soll mir persönlich recht sein. Hm, 800, ja. Die war langsamer. Die dürfen einiges langsamer, die Runde. Aber es ist, wie gesagt, auch egal. Die Reifen lassen ja auch irgendwann nach. Also von Runde zu Runde werden die eh schlechter. Dementsprechend ist irgendwann das Limit erreicht und ich hab's auf jeden Fall. Mit dieser 13,9 bin ich mal 300 schneller gewesen als die Zeit, die der Bot das vorher gesetzt hat. Trotz der ist, und wir haben es nämlich nicht gehabt. So, sagt der erste Sektor kriegen wir es hin, aber zweite, dritte Sektor ist so Limit. Wir haben nur noch 4, also eine Runde plus haben wir momentan. Gucken, ob wir es jetzt nochmal im zweiten Sektor gemacht bekommen. Leider nein. Ich habe leider nicht so viel Abstand, dass ich jetzt sagen würde, es würde locker reichen, um nochmal einen Stop zu setzen, auf die Roten zu gehen, nochmal auf die schnellste Runde zu gehen. Da habe ich jetzt nur 10 Sekunden, also das ist noch ein bisschen zu wenig. Na, eine halbe Sekunde. Also diesmal war die Runde schneller als die davor. Also mal wieder kommt Hamilton ein bisschen ran, aber er kommt, bleibt über 10 Sekunden weg. Also alles soweit in Ordnung. 3 Ründchen noch, liebe Leute. 3 Runden noch, dann haben wir es geschafft. Dann ist unser zweiter Sieg fix und wir sind nächste Woche zu Gast in Frankreich. Und wie gesagt, nach dem Frankreich Grand Prix könnte einiges passieren. Vielleicht sogar schon nach diesem Grand Prix, wir wissen es noch nicht. Mal schauen. Ah, da hinten mitteln sich immer noch die Mercedes. Dahinter die beiden Ferrari. Also, es werden 3 Mercedes betriebene Fahrzeuge wahrscheinlich auf dem Podium stehen. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Kann natürlich auch noch alles noch passieren. Wenn wir jetzt natürlich um einen blöden Schaden holen und mal in die Box müssen. Dann hat sich das Thema schon erledigt. Runde 16. Noch 2. Also, Red 2 plus der Rest von dieser hier. Gehen wir mal bei 10,5, mal gucken, wie der jetzt der Abstand gleich ist. Ja, fast 10,8. Okay. Alles soweit im grünen Bereich, wie ich das gerne hätte. Bisschen haben wir noch zu fahren. Ja, das Gute ist, die Runde sind relativ schnell. Oder beziehungsweise gehen relativ schnell. Nächste Woche in Frankreich wird sich das ein bisschen ändern. Und nach Frankreich, glaube ich, kommt dann irgendwann noch schon Silverstone. Runde 17, ja, die Runden bleiben jetzt konstant bei dieser 14,5 stehen. Müssen wir recht. Hamilton kommt momentan gar nicht mit hinterher. Wir haben noch eine Runde plus den Rest von dieser hier. Letzte Runde gleich bald. Und dann haben wir es hoffentlich auch geschafft. Also die Runde war ja natürlich alles gar nicht gut. Da wird auch die 14,5 gleich in Gefahr sein, wenn wir nicht noch ein bisschen zulinken. Und der erste Ausfall, Roman Grosjean verabschiedet sich aus dem Rennen.
Jetzt bitte kein Safety Car oder so, so kurz vor Ende. Oder kein virtuelles, weil das wird mir nämlich die Zeit ein bisschen wegnehmen. Ich habe ja hier vorne alles im Griff, 10-4 momentan der Versprechen. Also, ne, passiert auch wahrscheinlich nichts. Die Frage ist, wo ist Romain Grosjean ausgeschieden? Nächste Woche sein Heim Grand Prix. Ach, hier hinten. Okay. Ja, müssen ein bisschen aufpassen. Der steht hier vorne in der ersten Kurve. Gelbe Flagge ist wieder aufgehoben. Und wir sind in der letzten Runde, by the way. Und damit ist das Thema gegessen. Wenn jetzt die Zungen vorher gesehen ist passiert, müssten wir 26 Rennpunkte mitnehmen und wären dann bei 62 Punkten. Der zweite Sieg in Folge steht kurz bevor. Freuen. Es kommt noch die berüchtigte Wall of Champions, die auch in der letzten Runde mal so gerne was kosten könnte. Deswegen fahre ich ein bisschen vorsichtiger durch und hole das Ding hier nach Hause. Der zweite Saisonsieg für unser Team. Yes! Ständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Und da sind sie schon. Ich freue mich immer besonders, wenn die kleinen, die unabhängigen Teams Erfolge erzielen. Williams hat eine sehr lange Formel 1 Geschichte und da ist es immer besonders schön, sie oben auf dem Podium zu sehen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nach einer unglaublichen Leistung sichert sich Lewis Hamilton die Spitzenposition in der Fahrerwertung. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Alfa Romeo, das mit einem guten Resultat in der Meisterschaft einen Satz nach vorn gemacht hat. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben 62 Wärmepunkte. Wir sind nämlich nur 20 Punkte hinter Charles Leclerc und dann kommt ja bald schon Verstappen und Bottas. Also, ja, mal gucken, wie das nächste Rennen so ausläuft. Die nächsten Rennen. Wir haben jetzt den Doppelpack Monaco-Kanada gewonnen, die letzten beiden Rennwochenende. Ich bin mehr als zufrieden auf jeden Fall. Und ja, kann man so nehmen. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Ihr Team ist angesichts ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Ja, machen wir das so. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven? Ja, ein bisschen rutschen war drin, ja. Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? So, lassen wir die ein bisschen arbeiten. Klasse, das war dann alles. Aber trotzdem, wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben es geschafft. Die Frage, passiert jetzt erst was oder erst im nächsten Rennen?
Das ist die große Frage natürlich. So, also mit Warten ist ja fertig jetzt mit dem Laden. Noch keine Information. Das hat man mal bald geschafft. Na ja, Quatsch, Albin. Eieiei, schöner Bonus. Wir haben fast voll bei Williams. Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Okay. Naja, soll mir recht sein. Gut, das nächste Rennen. Wir haben alles durch. Das nächste Rennen ist, wie angekündigt, der Frankreich Grand Prix. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FN 2019. Bis dahin und tschüss.